Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch mal zu was anderem. Und zwar wird es eine Hardware-Review werden, weil, ja, Unboxing, Hardware, Hardware-Check habe ich schon gemacht. Also wir machen trotzdem ein Unboxing, da machen wir alles in eben praktisch. Unboxing, Hardware, Hardware-Check, alles in eben. Na, Hardware-Check nicht, aber Hardware. Und zwar habe ich mein neues Triton bekommen, weil mein zwar defekt und, ja, ich drehe mal die Cam, damit wir das hier so ein bisschen auspacken können. Ein bisschen zu hoch, so. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich jetzt hier mein Messer habe. Hier ist mein Messer. Und da habe ich mir gedacht, da ich ja Hardware-Check zum Triton Pro Plus schon gemacht habe, werde ich jetzt das einfach mal als Hardware-Review für euch machen. Also praktisch alles in einem. Unboxing, Hardware-Check nicht, weil... Ach Gottes Willen, geht doch ab hier. So. Und ich kann euch auch dann sagen, was bei meinem kaputt war und warum es kaputt war. Na, warum weiß ich nicht. Ist einfach kaputt gegangen. So. Jetzt müssen wir erstmal die Klebenippel hier oben abmachen. Die werde ich mal als erstes durchschneiden und dann gehen wir mal auf den Karton. Aber ich weiß, wie ich bin. Ich vergesse das halt auch gerne mal, die Klebenippel abzumachen. Und dann wundere ich mich, dass das nicht aufgeht. So. Wenn er jaulen hört, das ist mein Kater. So. Also wir haben hier den Triton Pro Plus in schwarz. Ihr habt es ja schon bei mir in einigen Videos gesehen, dass ich, oder auch beim Hangout und so, da habe ich das ja auch auf dem Kopf gehabt. Bestehend aus logischerweise Headset mit Mikrofon und der dazugehörigen Decoder-Box, wo wir das Headset anschließen können. Wir können es natürlich auch so, sind auch Adapterkabel mit bei, zeige ich euch gleich, direkt an den PC anklemmen. Hier ist die Besonderheit, es ist ein wirkliches 5.1 Headset, kein 720 Pro oder Plus, wie das heißt, weiß ich jetzt nicht, gibt es auch von Triton. Es ist ein wirkliches 5.1, deswegen die Box. Der hat auch, wie ihr seht, hier vier Boxen drin. Also hier ist nicht nur eine große Box drin. Ich werde mal gucken, wenn ich es ranzoome, könnt ihr das vielleicht ein Stück besser sehen. So, so, da seht ihr das zum Beispiel. Da sind, hoppala, jetzt habe ich es ein bisschen zu hoch gemacht, so. Da sind, in dem Headset sind hier, so. Sind vier einzelne Lautsprecher verbaut und nicht nur ein großer, wie beim 720 ist. Und dadurch haben wir einen echten 5.1 Sound. So. Also nichts Emuliertes oder sonst was dergleichen. So. Oh, mein Handy klingelt. Augenblick. Ich muss meine Tochter mich bald holen. Oh Gott, jetzt fällt mir mein Handy auch noch runter. Ach, ey. Immer wenn man wichtig ist, wenn man Videos macht. Klasse. So, jetzt werde ich mir ein Headset, ach, mein Handy aber auch gleich mal mit am Platz nehmen. Weil garantiert nochmal gleich belegt. Weil ich habe mir mehrere Wegzeiten gestellt. So. Und das ist jetzt die Rückseite vom Karton. Hier sehen wir nochmal das Headset in schwarz mit dem dazugehörigen Mikrofon. Hier sehen wir die Decoder-Box. Und hier sehen wir das Steuerelement am Handy, am Headset. Und hier sehen wir nochmal komplett, dass es wirklich vier Boxen sind. Ich werde mal gucken, dass ich das vielleicht für euch ranzoomen kann. So. Licht ist heute gerade mal wieder nicht so toll. Das Wetter ist hier ein bisschen beschissen. Und hier seht ihr praktisch, dass es da drauf ist. Und hier oben haben wir dann noch, muss ich mal hoch machen, so, dass ihr das oben auch seht. So, das lese ich jetzt nämlich auch vom Display ab. Ja, da seht ihr dann praktisch, wie man es einstellen kann, dass man es separat einstellen kann. Ja, und regelbar alles ist. Und für Xbox ist es auch mit geeignet. So. So, und dann hier an der Seite haben wir nochmal das Headset einzeln drauf und da ist nichts.
So, und jetzt werde ich das mal auspacken. Und meins ist praktisch der Bügel kaputt gegangen. Also praktisch hier unten kann man es auseinanderziehen. Für große oder für kleine Köpfe kann man es... So, kennt ihr ja. Und da ist mir das hier irgendwie raus. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe es ganz normal vom Kopf abgesetzt. Ich habe es... Wie alt ist denn meins? Also das jetzt nicht, das Neue ist, aber das davor, das war so circa ein Jahr alt. Und habe es ganz normal so ein Stück von den Ohren weggemacht, um es abzusetzen. Und beim Absetzen, ich hatte es schon vom Kopf ab, auf einmal macht es und da ist es dann so raus. Also ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also es kam halt so. So. Und da habe ich dann halt hingeschrieben. Also an den Support von Triton muss ich echt, also Leute, da muss ich, bevor ich weiterpacke, muss ich sagen, Hut ab. Vorher war ich schon mal mein Mikrofon kaputt und die Decoderbox und so. Also der Support, Hut ab, also kann man echt nicht anders sagen. Man meldet sich, man kriegt relativ schnell eine Antwort, eigentlich sofort. Also wenn man anruft, sofort, ist ja logischerweise, ist einer dran. Und, oder wenn man hinschreibt, bekommt man auch innerhalb von 1 bis 2, 3 Stunden oder so. Das Späteste habe ich da eine Nachricht gehabt, aber wirklich das Späteste. Dann kriegt man auch ein Support-Ticket gleich, und also wenn man da hinschreibt. Und wenn eben das denn zu lange dauert, kann man dann anrufen, gibt diese Nummer vom Support-Ticket an und erhält auch sofort eine Antwort. Also echt wirklich geil. Und bei diesem Mal, vorher musste ich es nicht einschicken, jetzt musste ich es mal einschicken. Und da habe ich es eingeschickt, vorige Woche, Anfang voriger Woche. Und jetzt Mittwoch, ja, kam es schon. Ein komplett neues. Fand ich natürlich mega geil. So, jetzt werden wir mal hier auspacken. Ich werde das mal so ein bisschen schräg rüber packen, dass wir uns erstmal das hier angucken können. So, dann haben wir hier, oh, neue Aufkleber. Diesmal, ich habe vorher Madcards gehabt und jetzt bei dem neuen Headset sind Triton-Aufkleber. Sieht das nicht geil aus, Leute? Könnte ich jetzt auf meinen Laptop kleben oder irgendwo hinkleben? Finde ich gut. So. Das ist ein kleiner Gimmick. So, dann haben wir hier natürlich noch eine Anleitung. Mein Headset, wo ich es damals gekauft hatte, gab es noch keine PS4. Jetzt gibt es natürlich eine PS4. Deswegen sind hier natürlich auch viele Anschlussmöglichkeiten. Ich möchte jetzt auch nicht auf jede Anschlussmöglichkeit explizit eingehen. Ich möchte euch jetzt nur die wichtigsten sagen, wie man das Wichtigste anschließt. Und zwar die Xbox One 360. Steht nicht drinne. Xbox One steht nicht mit drin. PC, analog, PC digital. Analog ist halt das Headset mit einem Adapterkabel über USB und Klinke. Und dann haben wir noch USB digital, halt dafür braucht man die Box. PS3 kommt der USB und der optische in die Box. Und zusätzlich halt der Stromkabel logischerweise. Und das Headset an die Box. Und bei PS4 ist es genau wie bei PS3. Der USB-Kabel kommt an die PS4 für Chat. Und der optische Kabel kommt an die PS4 für, ja, halt logischerweise den Sound. Das werde ich euch mal zeigen. Und zwar so. So soll das dann angeschlossen werden. Ja, sorry Leute, es ist leider scheiße dunkel bei mir. Ich muss mir mal neue Lampen kaufen. Das kommt alles in der neuen Wohnung, da werden die Videos dann auch heller und so. Da seht ihr vielleicht, so, da ist die, spiegelt ein bisschen. Also das ist, weil das Ding so verspiegelt ist, so. Da ist der Fernseher, da ist die PlayStation und da ist die Box. Und das heißt praktisch, dass von der PlayStation 4 hier, da geht der... wird der USB-Kabel angeschlossen und der optische Kabel, die gehen dann beide zur Box. Hier geht noch ein Stromkabel lang und dann die Box geht logischerweise zum Headset. Ich habe das ganz anders gemacht, alleine für meine Aufnahmen schon. Bei mir geht der optische Kabel schon an die Box, aber der USB-Kabel geht an den Laptop bzw. an den PC, dass ich den Chat-Sound, was ich ja eigentlich für Chat mein Mikrofon benutzen würde. Und da habe ich dann praktisch, anstatt Chat, habe ich meinen Sound vom PC und mein Mikrofon kann ich trotzdem für die Aufnahme nehmen. Und der optische Kabel ist dafür ja entscheidend. Das zeige ich euch dann, wenn ich es auspacke.
Und dafür ist es dann halt besser. Und ich habe dann ein extra Kabel, um mein Headset auch an den Controller anzuschließen von der PS4. Dazu werden wahrscheinlich demnächst auch nochmal Videos kommen, da werde ich euch was vorstellen. Da bin ich gerade am Verhandeln und am Machen und am Tun, weil diesen Kabel gibt es so nicht mehr von Triton. Den hat Triton mal kurze Zeit gehabt, den gibt es jetzt nicht mehr. Den kann man auch nicht bei Amazon oder sonst irgendwo kaufen, auch nicht in einer anderen Art und Weise. Wenn es alles gut geht, kann ich euch da zeigen, dann kann ich euch den Kabel präsentieren und auch jemanden, der den verkauft, der geht dann nicht nur für Triton, der geht dann auch logischerweise für ein Smartphone. Könnt ihr euer Smartphone da anschließen. Ja? So, dann haben wir jetzt hier, wenn wir das jetzt hier einmal so rausholen, hier haben wir nochmal die Garantievereinbarung, Stopp und sowas alles. Und hier befindet sich dann unser Headset drin. Ihr seht, das total scheiße. Mann, das ist eine Kacke. Und ich habe hier Licht an. Ich kann ja nochmal gucken. Ach, Mann. So, wartet mal. Ich habe eine gute Idee. Ich habe mir extra eine neue Birne gekauft. Zack. So. Frisst natürlich jetzt unheimlich Strom. Aber scheißegal. So, könnt ihr das sehen. Seht das. Hier ist natürlich jetzt mein Headset. Einmal so. Und hier ist das Steuerelement. So, und dann haben wir hier noch zwei Kästen drin und die Box. Ich werde jetzt natürlich erstmal das Headset mit euch ausbauen, dass ihr das sehen könnt. So, so. Und dann kann ich euch das auch genauer erklären, wie ich das gemeint habe mit den Kabeln. Weil das ist jetzt logischerweise ein bisschen unübersichtlich für euch, weil ihr das Headset nicht kennt, ihr habt es nicht oder ihr kennt den Wert habt, dass ihr es schon mal gesehen hättet. Deswegen kann ich euch das jetzt so besser erklären, wenn ich das Headset jetzt so vor euch halte. Erstmal so. Also diese Triton-Zeichen, die leuchten weiß, einen kleinen Blaustich haben sie meiner Meinung nach. So, und hier, das ist so Kunstleder, schöne große Ohren. Ohrmuscheln. So, und hier haben wir das Steuerelement. Mit diesem Steuerelement können wir hier vorne Subwoofer, was ist denn da noch mit bei? Also Front, Back, Center und Subwoofer können wir damit einzeln einstellen. Wir können alles mit diesem Lautstärke-Knopf hier oben, können wir alles laut leise machen, logischerweise. Wir können aber auch nur sagen, wenn wir nur zum Beispiel Subwoofer, genau, wir drücken unten Subwoofer, dann leuchtet auch nur diese Lampe in dem Augenblick und dann können wir mit der Lautstärke, können wir nur den Subwoofer zuweisen und so können wir jede einzelne Box uns individuell einstellen, so wie wir sie haben wollen. Und wenn wir einmal an der Seite drauf drücken, ist es Mute, also das Spiel ist Mute. So, und dann haben wir hier unten einen Anschluss, der ist für die Xbox 360 eigentlich gedacht. Den Kabel könnt ihr nicht für die PlayStation benutzen, werde ich euch nachher zeigen. Und dort haben wir die Chat-Einstellungen. Hier können wir den Chat laut und leise, also stumm machen. Also mein Mikrofon stumm. Hier können wir den Chat laut und leise drehen. Und wenn ich das dann... So, wenn ich das Headset dann praktisch mit dem USB, also die Box mit dem USB-Kabel am PC habe, dann ist diese Einstellung für meinen PC-Sound. Also dann habe ich auf dem Headset meinen PC-Sound, den ich hier mit laut und leise machen kann, mein Mikrofon stumm oder nicht stumm schalten kann und über den optischen kommt dann immer noch der Sound von der Spielekonsole und den kann ich dann auch noch separat einstellen. Dadurch könnt ihr zwar in der Spielekonsole den Chat nicht benutzen, ja, der geht dann nicht logischerweise, weil der USB nicht daran geht. Und mit meinem Extra-Kabel kann ich dann zum Beispiel sagen, wenn ich dann mal den Chat wirklich benutzen will von der PlayStation, ja, kommt ja selten vor, aber ich will ja auch mal die Party benutzen, dann schließe ich da einfach ein Klinke-Kabel an, hier unten, da, und schließe den an den PlayStation 4-Controller an und dann habe ich den Chat für den PlayStation-Chat, laut leise und mein Mikrofon stumm schalten. Das geht sehr geil und sehr wunderbar. Das habe ich schon mehrmals getestet. Ich habe einen Top-Klang, Top-Qualität. In dem Augenblick, wenn ihr das hier unten anschließt, ja, sobald ihr hier unten ein Klinkekabel anschließt, wird der Chat oder die Lautstärke, die ihr vorher hattet vom USB-Kabel, sofort gekappt. Also da kommt denn nichts mehr auf eurem Laptop an, beziehungsweise PC. Also das Mikrofon geht dann für die PlayStation 4 und nicht mehr über den USB-Anschluss.
genau wie der PC-Sound, der vorher über USB kam, nicht mehr durchgeleitet wird, weil sich hier unten ein Klinkekabel dran befindet. Also ist für mich die beste Möglichkeit für Aufnahmen und alles drum und dran. So, dann haben wir so einmal diese Decoder-Box. Ja, die ist auch verspiegelt. Leider leuchtet das nicht. Das wäre cool gewesen, wenn das leuchtet. Vorne haben wir hier dann halt laut und leise. Da können wir laut und leise mit dem Rädchen machen. Hier haben wir auch noch ein paar Steuerelemente. So, also können wir Sachen anschalten wie Dolby und hast nicht gesehen. Aber die sind, glaube ich, soweit ich jetzt rausgekriegt habe, nur wenn man hinten was anschließt. Da kommen wir gleich dazu. Und vorne haben wir zwei Anschlussmöglichkeiten für zwei Headsets. Das heißt, wenn ihr einen Kumpel habt, der einen Triton hat und ihr wollt zu Hause bei euch aufnehmen oder was weiß ich oder zocken, der braucht nur sein Headset mitnehmen. Das hat nämlich hier so einen separaten, das ist kein USB, das ist ein eigener Anschluss von Triton. Das schließt ihr dann da an und wenn euer Kumpel der mitbringt, schließt er seins an und ihr habt trotzdem den Sound, den ihr auch habt, der über optisch dann reingeleitet wird. Dann haben wir hier hinten einmal einen USB-Anschluss für Strom, dann haben wir den optischen Anschluss und hinter diesem Aufkleber befinden sich dann noch, wenn man den abmacht, den will ich jetzt nicht abmachen für euch extra, weil so ist Staubschutz dran, da sind Klinkenkabel dran. Da können wir dann praktisch den Sound, der über hier ins Triton reingeleitet wird, über optisch zu einer Anlage über Klinke weiterleiten. Das wäre dann natürlich auch möglich und dafür könnt ihr das dann steuern, ob ihr DTS, ob ihr Dolby oder was weiß ich haben wollt. So. Dann kommen wir mal zu den Kartons, die hier mit bei sind, die hier drinnen sind. Dann kann ich euch mal zeigen, was dann noch alles im Lieferumfang enthalten ist. Der will natürlich nicht raus hier. Arsteil. Verflucht aber auch. So. Ach so, der war wieder festgeklebt. So. Wir machen erstmal den kleinen auf. Dann zeige ich euch, so, da brauche ich ja nicht aufschneiden, oder? Ist ein Aufkleber? Doch, da ist ein Aufkleber, wusste ich doch. So. So. Und wenn wir das hier öffnen, da haben wir hier eine Tüte drin. Die öffnen wir auch. Ach, die ist jetzt zu. Na toll. Aufschneiden. So. Muss ich aufpassen, nicht, dass ich mir wieder in die Pfoten schneide, wäre ja nicht das erste Mal. So, und da haben wir einmal den Stromkabel. So. Einmal den Stromkabel, der kommt in die Triton hier unten rein, in die Decoder-Box. Und das ist für eure Steckdose. Da ist jetzt nur so ein Nippel drauf, also den könnt ihr noch nicht benutzen. Und dann haben wir zwei Anschlüsse, nur zwei. Bei meinem anderen waren drei mit bei, aber okay. Einmal mit Plaste, also so einen dreifachen, zweimal und oben so ein Plaste. Ist, glaube ich, England und USA, da ist der Plastennippel nicht dran. Und das ist für uns. So, den können wir den wieder verpacken. Weil der für uns eigentlich total unwichtig ist, den brauchen wir nicht. Weil wir sind ja nicht in England. So, dann mache ich den einmal wieder rein. Dann nehmen wir das einfach und machen den hier unten einfach so. Na, komm. Oh, ich und Technik hier jetzt wieder, will es wieder nicht so rin gehen. So, doch. So, jetzt machen wir das hier unten rein. Oder kommt das erst hier oben ruf? Also der muss erstmal oben in den Nippel rein. Also praktisch, hier oben habt ihr so einen Nippel. Den müsst ihr so praktisch so rinklicken. Ihr zieht hier an der Seite so eine kleine Taste nach unten, legt das hier an, von schräg oben, so, und dann einmal raufdrücken und loslassen und schon ist es fest und schon könnt ihr das in eure Steckdose stecken. So, jetzt kommt hier natürlich noch ein bisschen was mehr. Hier ist nämlich viel drin. Ich muss mich auch beeilen, dass ich dann rechtzeitig noch los kann, meine Tochter holen. Ich war noch unterwegs. Ich wollte das eigentlich heute früh schon machen, das Video, aber ich war nur unterwegs, muss nur einkaufen, weil wir Wochenende einen Kuchen backen wollen und da muss natürlich alles da sein. So. Und ein paar Schränke habe ich mir angeguckt für unsere neue Wohnung. So, ich werde jetzt hier erstmal alles auspacken. So. Und dann gehen wir mal systematisch vor. Dann haben wir einmal hier einmal ein Mikrofon, das ist dieses hier, so, seht ihr ja, das schließen wir ganz einfach auf der
linken Seite unseres Tritons an. War das? So, hier öffnen. So, hier so. Ah, hier ist der Kabel. Hier ist die linke Seite. Ich muss erst mal gucken, wo links rechts ist. Da haben wir hier so ein Loch. So, da schließen wir das jetzt einfach an. Wir gucken aber erstmal. So, hier steht Triton. So ist gerade. Und wir müssen das... Müsste aufpassen. Das hat nämlich so Metallgewinde. Das schließt da einfach hier an. So. Und dann dreht ihr es einmal so ein Stück rum. Na, komm. Ach, ey, das will wieder nicht. So, jetzt aber, jetzt ist es fest. Ich kann ziehen, wie ich will, und die geht nicht ab. Und das Headset ist hier vorne dran. Und dann können wir uns das so hinbiegen, wie wir das wollen. So. Dann haben wir, den werde ich jetzt nicht extra auspacken, einmal ein optischen Kabel drin, um die Decoder-Box praktisch mit der PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One zu verbinden. Neuere Xbox 360, die einen optischen Kabel hat, die alte hat den nicht. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Da haben wir dann nämlich diesen Kabel hier. Den schließt ihr hinten in eure Xbox ran und hinten habt ihr so ein Stück Kabel da so, und dann habt ihr nochmal so eine Box und dort ist, seht ihr nicht, doch da ist der Anschluss für den optischen, also könnt ihr das auch an eurer alten Xbox benutzen, indem ihr diesen Adapter benutzt. So, dann haben wir hier, den will ich auch nicht auspacken, einmal diesen, weil sonst habe ich das wieder einzeln alles und, nee, muss nicht sein. Dann haben wir einmal auf einer Seite hier diese Klinkenanschlüsse, 4 Stück und einen USB-Anschluss und da kommt das Headset rein und dann könnt ihr das auch am PC benutzen. Einfach USB und die Klinken am PC und hier das Headset dran und dann braucht ihr keine Decoder-Box und könnt das Headset einfach so benutzen. Keine Ahnung, wie die das da mal rein schaffen. So. Dann haben wir einmal hier, den muss ich auspacken. Den brauche ich ja selber. Dann haben wir einmal hier ein USB-Kabel. Der hat auf einer Seite normal USB und einmal so einen breiten, wie ihr von der Festplatte kennt. Der ist für die Box. Den schließt er hier hinten einfach. Da, so. Den schließt er hier hinten einfach an und dann die Box am PC oder PlayStation, so wie ihr das klemmen wollt. Und dann könnt ihr das benutzen. So, den brauchen wir natürlich. Strom brauchen wir auch. Und dann kommen wir hier zu dem. Den werde ich aber, obwohl ich nicht benutze, werde ich ihn euch mal auspacken, weil da sind 2 drin, glaube ich. Wenn es so wie bei mir damals ist, um euch das besser zu erklären. So. So, dann haben wir einmal diesen Kabel. Den könnt ihr an eurer Xbox 360 anschließen, unten. Da, richtig so mit Halterung, kennt ihr ja von Xbox, und dann ist das so dran, ne? Sieht optisch halt besser aus. So, und hier haben wir ein, da, seht ihr, da, seht ihr, ein Stereo, also zwei Striche sind da, Klinkenanschluss. Den schließt ihr dann einfach am Triton hier unten an, zack. Und dann habt ihr praktisch den Controller eurer Xbox an das Headset, beziehungsweise habt das ans Headset angeschlossen und könnt das benutzen. So. Und dann haben wir natürlich den gleichen nochmal, aber etwas anders. Weil der Xbox One, glaube ich auch, der Xbox 360 und der One, hier ist nämlich für... Import Xbox Controller. Hier könnt ihr das auch nochmal separat, also das kommt ans oben ran, ans Headset, und hier das kommt an den Xbox Controller. Das könnt ihr für die PlayStation nicht benutzen, da der Xbox Controller hier nur Stereo hat, also nur 2 Striche, der von der PlayStation hat 3, glaube ich. Ja, 3, ist ein 4-poliger, hat 3 Striche, das ist ein 3-poliger. Und der ist auch nur 2,5 mm Klinke und der ist 3,5 mm Klinke. Da seht ihr das vielleicht mal so den Unterschied. So, dass die so
unterschiedlich dick sind. Den könnt ihr natürlich nicht für den PlayStation-Controller benutzen, weil der auf dem PlayStation-Controller sind beide 3,5 mm und nicht 2,5. Deswegen könnt ihr den nicht benutzen. Dafür habe ich einen separaten Kabel, hatte ich schon mal ein extra Video gemacht. Triton hat das mal eine Weile angeboten. Ich kenne viele, die sich dann besorgt haben. Ich kenne auch einige, wo Triton dann gesagt hat, nee, sowas haben wir nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es jetzt wieder da ist oder nicht und ob es überhaupt noch mal kommen wird, weil ich habe den Kabel und ich möchte ihn echt nicht missen, weil für mich ist das halt die beste Möglichkeit, um für euch aufnehmen zu können und gleichzeitig auch ab und zu mal für mich spielen zu können, um den Chat zu benutzen. Ja, ich werde jetzt erstmal alles hier nochmal kurzartig hier rinräumen. So. Werde ich mal jetzt so rauszoomen. Ist rausgezoomt. Ja, und das ist halt für mich die beste Möglichkeit, das alles mal zu benutzen. Weil ich habe dann praktisch so, ich habe dann das Headset auf. So. Ach, das ist wieder so. Wenn es neu ist, ist es immer ein bisschen eng. So. Um euch das mal zu zeigen. So, habe ich ganz normal auf. Hier ist mein Mikrofon. So, und dann ist dieser Kabel an der Decoderbox. Die Decoderbox geht zum PC per USB. Und dadurch habe ich praktisch, wenn ich hier stelle, habe ich hier, da auf der Seite, praktisch meinen PC-Sound da, wo Chat ist. Und wenn ich dann mal nicht Videos für euch mache und einfach mal so Party habe und zocken will, habe ich das in der PlayStation 4 so eingestellt, dass über den Controller, also sobald ich was anschließe, nur der Party-Chat soll. Ich brauche da keinen Sound. Ich will da auch keinen Sound drüber haben, weil der Sound kommt über die Decoder-Box in einem echten 5.1, was ich hier separat einstellen kann, kommt hier rüber, also über den Klinke, nur der Chat. Dann wird mein Mikrofon, das hier, wo seht ihr das? Hier. Da, das geht dann wird dann für den Chat benutzt und Kopfhörer nehme ich für den Chat und fertig ist und einfach nur einen Klinke anschließen. Ist für mich die einfachste, beste Möglichkeit, das Headset für mich optimal zu benutzen, dadurch, dass ich drei Geräte dran habe. Halt, aber eins läuft immer, PlayStation 3 oder 4, weil ich habe ja noch den optischen Verteiler, der mir alles, was optisch reingeht, auch separat aufs Headset wiedergeben kann. Und ich kann dann mir aussuchen, wo kann ich das Mikrofon benutzen? Möchte ich es am PC benutzen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gameplay-Review mache, die jetzt zum Beispiel, wo ich mit Teamspeak aufnehme, dann sollen die Leute im Teamspeak mich ja logischerweise auch hören oder alleine, wo mein Mikrofon ist. Das kann ich alles so dann einstellen. Ja, das kann ich dann machen. Das ist super. Und wenn ich dann mal nicht aufnehme, was ja auch ab und zu mal vorkommt oder oft vorkommt und ich einfach mal so für mich abends zocken will, dass es nicht zu laut ist für meine Tochter und dass ich einen 5.1 Sound habe, nehme ich das Headset so. Und wenn ich dann zusätzlich noch chatten will, einfach den Klinkekabel ran und ich mache eine Party auf oder ich gehe irgendwo eine Party rein und man kann zocken. Oder man macht eine Party drin und quatscht einfach und nebenbei habe ich trotzdem noch meinen Sound vom Spiel und kann zocken. Also das funktioniert extrem geil und ist für mich die beste Möglichkeit. Und ja, das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich mir das Triton gekauft habe, wegen dieser Decoder-Box und dass ich das separat halt oder gleichzeitig so benutzen kann, wie ich es benutzen kann. Weil ich hier natürlich nicht so viel Platz habe, um mir zu viele Technik hinzustellen und das alles so zu machen, wie ich es gerne hätte, bleibt mir natürlich nichts anderes übrig. So, jetzt muss ich das gucken, dass ich das hier irgendwie noch zukriege. Jetzt kriege ich es wieder nicht zu, die Scheiße hier verflucht. So, jetzt aber, oder? Oh, ey, ich könnte so kotzen. Das ist immer typisch. Uff, kriegt man zu, kriegt man nicht. Das ist wieder so. Jetzt habe ich es zu. Und ich finde den Karton finde ich auch sehr schick. Die Standardfarbe ist weiß. Ja? Wie jetzt der Karton auch mit einem orangenen Tritonzeichen. Aber das hat jeder und meine Lieblingsfarbe ist nun mal schwarz. Und deswegen habe ich es mir halt in schwarz gekauft. Na komm. Und hat halt einen echten 5.1 Sound. Und ich kenne viele, die es benutzen und sehr zufrieden damit sind. Wie ich hier zum Beispiel auch. Und ich möchte es könnte kotzen. Warum geht das jetzt nicht? Und ich möchte definitiv nicht mehr missen. Alleine nur dadurch, dass ich... es gibt noch andere gute Headsets, ja. Ich habe momentan auch ein Turtle Beach hier, wo demnächst noch Videos kommen werden.
wo ich schon Videos gemacht habe, die muss ich aber noch bearbeiten und ich muss den Hardware-Check noch machen. Das habe ich auch schon benutzt und so. Will ich auch nicht sagen, dass es ein schlechtes Headset ist. Ist auch ein geiles Headset. Das Problem ist dabei nur, wenn ich aufnehme, logischerweise muss ich es per USB am Laptop haben. Aber wo kriegt mein PlayStation-Sound her? In der Aufnahme möchte ich ja auch hören, was ich spiele. Ja, das ist das Problem. Wenn ich das natürlich mache, mit, dass ich das umleite und in den Laptop drin jage, über Klinke, weil ich kann das ja auch noch per Klinke abgreifen, und dann das wieder weitergebe über Virtual Cable oder so, habe ich immer so einen Piepton mit bei. Das nervt. Wenn ich am PC zocke, ist das kein Problem. Wenn ich den USB-Kabel in die PlayStation mache, auch kein Problem. Aber dieses Multifunktionelle, dass ich halt drei verschiedene Möglichkeiten habe, das zu benutzen und gleichzeitig, also zwei von diesen Möglichkeiten, also zwei von diesen drei Möglichkeiten immer gleichzeitig geht. PlayStation und PC. PlayStation und PlayStation Chat kann mir momentan kein anderes Headset bieten und deswegen schwöre ich da auf das Triton Pro Plus. Bei den 720 weiß ich es nicht genau, da hat man ja auch eine Box mit bei, wie das da funktioniert, das habe ich nicht. Das Kunai bietet das auch nicht, dass man da so eine Box hat und das per Klinken machen kann, glaube ich. Deswegen Pro Plus definitiv bei mir absolute Spitzenklasse, absolut Marktführer in der Hinsicht für mich. Ob es für euch so ist, müsst ihr euch natürlich selber entscheiden. Und ich schwöre halt, wie gesagt, aufs Headset und ich benutze es jetzt seit über einem Jahr und ich kann mir Aufnahmen und Chatten und alle drum und dran gar nicht mehr ohne meinen Triton vorstellen. Durch diese Möglichkeiten, dass ich da sehr variabel bin und mir das selber halt aussuchen kann, wie ich es benutzen will. Also das ist halt nur toll. Ja. Und ja, damit möchte ich jetzt diese erste einmalige Hardware-Review beenden. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was helfen. Wenn ihr da noch Fragen habt, schreibt einfach unter das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch, würde mich freuen als kleines Feedback. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.